Es ist keine Seltenheit dieser Tage, dass der DAX mal eben um 2-3% fällt, um dann sofort wieder diese 2-3% zu steigen. Die Schwankungsanfälligkeit, die Volatilität ist wieder mal sehr, sehr groß. Thomas Metzger, Fondsmanager beim Bankhaus Bauer. Wir haben über dieses Thema schon öfter hier gesprochen bei Börse Stuttgart TV. Zunächst nochmal gefragt, was ist Volatilität denn genau und warum ist die so wichtig für Optionsscheine? Volatilität beschreibt die Schwankungsbreite eines Basiswertes, wie zum Beispiel einer Aktie oder eines Aktienindex. Sie wird in der Regel in Prozent gemessen und eine hohe Volatilität deutet eben auf einen sehr schwankungsanfälligen Kursverlauf eines Underlyings hin. Eine niedrige Volatilität spricht eher für einen ruhigen Kursverlauf. Für Optionsscheinanleger ist dieser Einflussfaktor relativ wichtig, denn eine hohe Volatilität führt in der Tendenz eher zu hohen Preisen von Optionen und damit auch von Optionsscheinen. Ist also ein ganz wichtiger Einflussfaktor auf den Optionsscheinpreis. Nun ist das ja wie immer sehr viel Theorie letztlich dabei. Es geht um die Praxis und es geht darum, wie der Anleger nun feststellen kann, wie sich eine Volatilitätsänderung auf seinen Optionsschein nun ganz konkret auswirkt. Wie kann man das messen? Hier kann man die Kennzahl Vega heranziehen. Das ist eine der vielen Kennzahlen, die Optionen oder Optionsscheine innehaben. Und das Vega drückt eben aus, wie sich eine Veränderung der Volatilität um einen Prozentpunkt genau auf den Preis des Optionsscheins auswirkt. Denn das ist eben die Frage, was passiert mit meinem Optionsschein, wenn sich die Volatilität um 1, 2 oder 10% ändert. Steigt dann der Optionsschein um 1%, 10 Cent oder 5 Euro? Und hier kann man eben die Kennzahl Vega heranziehen. Ein Vega beispielsweise von 0,3 besagt, wenn sich die Volatilität um 1 Prozentpunkt ändert, dann ändert sich der Kurs der Option um 30 Cent. Sie haben auf mein Drängen hin auch mal wieder eine Grafik mitgebracht und ich habe auch Sie gebeten, sie so einfach wie möglich zu gestalten. Passend dazu die Frage, was sagt uns die Grafik, die wir gleich sehen werden und was sollten Anleger in Bezug auf die Kennzahl Vega beachten? Anleger sollten beachten, dass Optionen unterschiedliche Vegas ausweisen. Das heißt, die Kennzahl Vega ist von Option zu Option unterschiedlich. Wir haben das eben versucht, anhand einer Grafik darzustellen. Und man sieht, bei der Grafik handelt es sich um einen Optionsschein oder um eine Option oder drückt das Vega einer Option oder eines Optionsscheins aus. Und der Basiswertkurs liegt hier bei 100 Euro. Und man sieht eben, wenn sich dieser Kurs der Aktie verändert, dann verändert sich auch das Vega. Also Anleger müssen hier immer aktuell schauen, wie liegt denn die Option im Vega. Das Vega kann sich verändern während der Laufzeit der Option und auch bei verschiedenen Optionen haben wir hier verschiedene Vegas zu beachten. Schlussfrage, was ist jetzt gut, ein hohes Vega oder ein kleines Vega für den Privatanleger, der genau in diesen Märkten aktiv ist? Also grundsätzlich ist es so, dass Optionsscheine eher nur gekauft werden können. Das heißt, ein hohes Vega ist hier tendenziell eher von Vorteil, denn steigt die Volatilität, dann steigt damit auch der Optionsschein. Für denjenigen, der sozusagen long ist, der also den Optionsschein gekauft hat, wäre dann ein hohes Vega von Vorteil, wenn die Volatilität steigt. Sinkt die Volatilität, wirkt es natürlich genau in die andere Richtung. Also hier kann man sagen, für den Käufer der Option ist eher ein hohes Vega interessant, wenn die Volatilität steigt. Nehmen Sie es mir nicht übel, ich bin auch froh, wenn ich einfach nur eine Aktie habe, die steigt, weil das ist in der Tat relativ kompliziert. Aber wir werden das natürlich immer wieder aufgreifen und immer wieder versuchen, an aktuellen Beispielen zu erklären. Ganz herzlichen Dank, Thomas Metzger vom Bankhaus Bauer.